Und jetzt machen wir eigentlich das, was die meisten Leute wollten, nämlich eine Rechnung schreiben. So, das hier ist das alte Interface. Ja. Daran erkennen wir, dass hier unten diese bunten Tasten sind. Und hier sieht man das, was ich vorhin gesagt hatte. Also hier ist zum Beispiel eine Übersicht über die Rechnung. Und da war früher, wenn man eine Rechnung erfasst hat, alles Mögliche in so einer Liste drin. Das neue Interface ist halt so aufgebaut, dass ihr hier sehr viel mehr Listen habt. Das heißt, wenn ihr Rechnung erfasst, das sind all die Rechnungen, die noch nicht beim Kunden sind, ja, dann habt ihr hier alle Rechnungen, an denen ihr arbeitet, hier in der Liste. Wenn die später beim Kunden sind, dann wandern die in eine andere Liste rein, sehen wir gleich. Um eine neue Rechnung zu schreiben, ist die Plus-Taste wie bisher. Und das Erste, was jetzt passiert, ist auch das, was man früher gemacht hat, einen Kunden auswählen. Das hier ist das alte Interface. Wir sehen hier die Akte, Angebot, erster Bereich, also Akquisebereich, Auftragsbearbeitung, Rechnungsstellung, Lieferschein. Das sind die drei Phasen. Wir haben hier einen Überblick über die Rechnung. Und dann war es notwendig, dass man hier oben rechts, also statt links, hier oben rechts den Kunden eingegeben hat. Dann gab es eine Trefferliste. Gehst du nochmal zurück. So, diese Seite hier hieß Stammdaten, weil hier nicht nur ein Kunde erfasst wurde, sondern alle möglichen Vertragsdaten erfasst wurden. Die Praxis zeigt, dass in der Regel an diesen Vertragsdaten nichts gemacht wird. Deshalb sieht das neue Interface jetzt anders aus. Die Listen sind von hier drüben rechts nach links gewandert, sodass das sofort da ist. Hier gibt man einfach einen Suchbegriff ein und hier erscheinen die Treffer. Dann wählt man, drückt man das auf, drückt man hier auf, wählt man den Kunden aus und dann werden die Kundendaten hier reingeladen und man sieht sofort, wer das ist. So. Dann, so, das ist der erste Punkt. Also super schnell, dauert normalerweise ein paar Sekunden, dann hat man den Kunden drin. Dann die Kalkulationsphase. Hier sieht das Fenster ein bisschen sehr anders aus als früher. Die Summen sind, nein, das ist das alte. Das ist das alte Fenster, wo ich jetzt hier gerade gucke. Also hier sind die Summen alle oben drüber. Die Suche nach den Positionen ist hier drüben. Und genau. In dem neuen ist einheitlich die Suche nach den Artikeln hier rüber gewandert. Die Summen hier sind unten unter die Position runtergewandert, da wo die Leute drauf gucken. Und sie sind auf das Minimum reduziert, das man braucht. Also die Summe netto und so weiter. Und man könnte die gleichen Sachen machen, die ihr früher auch machen könnt. Das seht ihr gleich, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt eine Titelzeile hinzufügen wollt und so weiter. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Normalerweise schreibt man eine Rechnung, da packt man drei Positionen rein. Das sieht manchmal hübsch aus, sieht manchmal nicht hübsch aus. Wenn man eine Struktur in seine Rechnung reingeben will oder ein Angebot reingeben will, weil so ein Angebot ja mit verkauft, dann fängt man mit einer Titelzeile an. Wir haben hier jetzt eine Möbelgeschichte, da haben wir eine Titelzeile, die heißt Büroempfang. Und die landet dann hier einfach entsprechend drin. Nachdem wir, was möchte der Kunde im Empfang haben, jetzt kommen die Positionen dazu. Das heißt, man gibt hier einen Suchbegriff ein, das ist jetzt für einen Schreibtisch. Achso, muss man erstmal auswählen. So, jetzt wird hier so ein Schreibtisch reingenommen, der hat Menge 1. Hier drüben gibt es so einen kleinen grünen Punkt, das ist das ist die Margenkontrolle. Wenn man den die Position rabattiert und man rabattiert eine Position so stark, dass der Verkaufspreis unter den Einkaufspreis rutscht, dann geht die Margenampel auf gelb bzw. auf rot. So, nachdem man einen Schreibtisch gemacht hat, packt man hier noch eine Leuchte dazu und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bisher war das immer notwendig, wenn ihr diese Position bearbeitet habt, dass er die geöffnet hat, um in die Details zu gehen. Das ist jetzt auch noch möglich, aber ihr könnt hier zum Beispiel direkt eine Menge eingeben und dann rechnet ihr auch hier den Preis, also 150 mal 2, den Preis direkt hoch. Dann kommt zum Schluss eine Zwischensumme. Huch, das ist eins zu viel, okay. Und dann rechnet ihr einfach sofort alles aus. Also man sieht einfach, was los ist. Jetzt packen wir noch eine Position dazu. Jetzt geht es hier um den Aufbau. Das heißt, das System, das ist einigen Leuten, die schon länger mit dem System arbeiten, oder den Leuten, die länger mit dem System arbeiten, klar. Wir unterscheiden zwischen Artikeln und zwischen Leistungen. Weil ein Artikel hat man ein Stück und die legt man ins Regal.
und Leistung macht man eine Zeiterfassung, die kann man nicht irgendwo in den Lager legen. Die verhalten sich unterschiedlich, deshalb behandeln wir die auch bei uns unterschiedlich und wird hier mit reingenommen. Wir müssen hier keine Zwischensumme ziehen, weil wir haben jetzt hier nur eine Montage vor Ort, 3 Stunden, 300 Euro. Und danach kommen wir hier auf einen coolen Endbetrag von 1000 Euro netto, 190 Euro Umsatzsteuer, das sind dann 1190 Euro. Es ist einfach, einfach zu merken. So, das ist die Rechnung. So, jetzt schauen wir uns als nächstes, das war schon gut, die Vertragsdetails an. Also macht man manchmal, ja. Hier in unserem Fall ist das so, es gibt die Möglichkeit, ein Anschreiben zu machen. Also wir haben jetzt hier ein nettes Anschreiben gemacht, vielen Dank für den Auftrag und bla bla. Und die 100 Euro Anzahlung, also ist hier ein Auftrag mit Anzahlung, bitte überweisen Sie bla und so weiter. Hier kann man alles, was an Vertragsdetails notwendig ist, einstellen. Ist eine Schwäche bei vielen anderen Herstellern, dass hier irgendwelche Sachen in der Regel fehlen. Kann man konfigurieren. Wir haben das aus dem normalen Flow rausgenommen, weil das relativ selten passiert, dass man daran rumschraubt. Und das ist jetzt dieser Bereich.